Jetzt wollen wir mal sehen, was alles so geht und läuft. Gehen wir da rein. Gut. Dürfen wir mitkommen? Ja, immer. Und essen. Reinspaziert. Gehen alle rein. Komm her. Wären Sie jetzt gerne noch mal 20 Jahre alt? Bin ich. Bin ich. Das sind natürlich zwei Welten. Vom Adlon zur Lachfeld. Aber so spielt das Leben, da kannst du ja nichts machen. Hilf als Teenie-Kult? Die Raver im Kulturschock. Sehr gut. Das sind die Weiber, haben das gemacht vom Chor, weißt du? Guck mal, da gehe ich gerade bei. Hey, super. Super. Okay, wir werden dann gleich los. Und? Wie sieht's aus? Wann ist der dran, Herr Dottin? 16:50 Uhr, glaube ich. Kommt rein? Ja gut, aber ich bin allein, die anderen sind alle drüben. Und wo soll ich reinkommen jetzt? Warte auf den Dirk und so. Dirk, frag ihn. Volksmusik trifft Love Parade. Der erste Auftritt eines Chorleiters auf der verrücktesten Party der Welt. Die jubeln, die Leute schreien, wenn sie ihn sehen. Was will man mehr? Wie ist die Stimmung bei dir jetzt kurz vor eurem Lied? Gelassen. Ändern können wir es jetzt eh nicht mehr. Und gut, wird sowieso ankommen, denke ich doch mal. Also. Und du hast eine Version mitgebracht, eine Techno-Version vom Hoch auf den Bermanier. Ja. Geht das überhaupt? Ein gutes deutsches Volkslied mit so Bum, Bum, Bum? Ja, wieso? Die Tatsache ist, es ist eben Bum, 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 es ist eben Techno. Aber die Melodie ist unsterblich und die geht oben drüber. Da habe ich vier junge Burschen, die haben das toll gemacht. Auf los geht's los. Wir sind ja gespannt, wie lange jetzt letztendlich unser Mix läuft. Im Programm steht ja anscheinend 5 Minuten. Der Mix ist ja letztendlich 30 Minuten lang. Und schauen wir mal, wie viel sie letztendlich doch spielen. Fischer hier auch singen. Genial. Egal? Ja, genial. Ob er hier ist oder mit den Chören, das stört mich nicht. Nee. Wie finden Sie das, dass Gotthilf Fischer hier ist? War gut. Ist in Ordnung. Gehört mit dazu.
Gefühl da oben? Ja klar, Angst haben wir vor niemandem, gell? Wenn einer nicht singen will, ist seine Schuld. Da hat er eigentlich hier nichts zu suchen. Wenn einer nicht vielseitig ist, dass der über alles lacht und singt, dann lebt einseitig, das ist sowieso scheiße. Ah, oh, jetzt bin ich durch mit allen Klamotten, die sind alle nass.